Wenn man sich jetzt zum Beispiel auf TikTok umschaut, dann sieht man, dass da hardcore diese Sowjetästhetik gefeiert worden ist. Plattenbau, entsättigte Farbpalette, kyrillische Schrift, alles, dass es Hauptsache ein bisschen depressiv aussieht. Wenn es popkulturell um Osteuropa geht, ist vor allem ein Bild vorherrschend: Gopnik-Style. Trainingsanzug, Wodka, Gangster-Tattoos. Im Prinzip Knasti, aber cool. Und wenn Designer und Regisseure ein Gesicht dafür brauchen, fragen sie ihn. Mein Name ist Goscha. Ich bin 31 Jahre alt und Dokumentarfotograf. Und manchmal spiele ich in Filmen mit. Ich habe einen Gopnik gespielt, einen Kleinkriminellen, der gerade aus dem Gefängnis raus ist und in die moderne neue Welt kommt, in der alle Smartphones benutzen und E-Zigaretten rauchen. Das ist ihm alles fremd und ungewohnt. Es ist schwer zu sagen, warum die Europäer sich von diesem Gopnik-Bild so angezogen fühlen. Als Russe kann ich nur annehmen, dass es einfach so ein Bild mit hohem Wiedererkennungswert ist. Aber nicht ich nutze dieses Bild aus, sondern die Stylisten und Designer, die diese Kollektionen entwerfen. Dieser kriminellen Kult ist in den 60ern entstanden, in einer Zeit von Repression, als diese Lager entstanden. Die Sowjetunion selbst hat dieses Bild des Gefangenen hervorgebracht. Die Hälfte des Landes wird überwacht, die andere Hälfte des Landes ist im Gefängnis. Wahrscheinlich ist das Bild des Gopnik für viele Europäer deshalb so typisch russisch, weil es kein Bild ist, das wir aus dem Westen übernommen haben. Und mein Publikum ist eben der durchschnittliche Europäer, der noch nie in Russland war. Wenn ich fotografiere, versuche ich, die Widersprüchlichkeit des Alltags festzuhalten. Diese Seltsamkeit, wenn Dinge surreal und realistisch zugleich wirken. Guten Tag. Wir filmen was für Deutschland. Darüber, dass ich Alkoholiker bin? Nein, ich würde nur gerne ein Porträt aufnehmen. Es spielt keine Rolle, dass du ein Alkoholiker bist. Macht es dir was aus? Natürlich nicht, aber ich bin doch abstoßend. Das solltest du nicht sagen. Ich mag, wie du aussiehst. Graue Haare stehen dir sehr gut. Könntest du dich bitte so hinsetzen, wie du eben gesessen hast, in einer Denkerpose? Und könntest du in diese Richtung schauen? In den vergangenen 5 Jahren ist Russland schwarz-weiß geworden und die Gesellschaft hat sich in Schwarz und Weiß geteilt. Entweder ist man ein hirnloser Konservativer oder ein schwuler Liberalo. Beide Seiten bekämpfen sich. Die eine Seite sagt, wir leben im 21. Jahrhundert und sind ein europäisches Land. Und die andere sagt, dass wir den Ruhm von 1945 wiederholen können. Russland ist also tief gespalten. Ich habe ein Foto der Sacharow-Straße gemacht. Da habe ich diesen Typen gesehen mit einem brüllenden Bären auf seinem T-Shirt. Und ein anderer Mann im Bild hält sein Handy ans Ohr und hält sich mit der anderen Hand das andere Ohr zu. Auf dem Foto sieht es aus, als ob der Bär den Mann beim Telefonieren stört. Der Bär brüllt ihn an. Das ist für mich Russland in einem Bild. Für Europäer, für die westliche Welt, hat Russland etwas Exotisches, während wir längst an diesen allgegenwärtigen Surrealismus gewöhnt sind.
Ab einem gewissen Punkt, immer wenn ich die dunklen Seiten des russischen Lebens fotografiere, überkommt auch mich diese Dunkelheit. Dann denke ich, dass Russland vielleicht genau so ist, wie die Europäer es sich vorstellen. Aber so einfach ist das nicht. Nachdem ich in Frankreich war, habe ich begriffen, was die Europäer an unserem Drecksloch so reizt. Diese ganze Dostojewski-Ästhetik, eine Art von Monotonie, ständiges Trübsalblasen, die Tristesse überall. Wir müssen damit leben, dass sie uns so sehen. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann durchbrechen und hinter uns lassen können.